Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In dem Video zeige ich euch, wie ich diesen kleinen Wohnzimmertisch gebaut habe. Als kleine Besonderheit seht ihr schon diese U-förmigen Beine und die habe ich mit dem Rahmen verbunden über Kreuz. Also hier haben wir die Beine, der Hilfsrahmen und das Ganze ist über Kreuz verbunden und eingelassen. Wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch jetzt zeigen. So, jetzt schneide ich mir alle Teile zurecht erstmal. Und hier noch einen Anschlag gemacht, damit ich hier die unteren Teile auch gleich lang schneide. Dasselbe mache ich dann nachher auch mit den senkrechten Teilen. So, das Ganze jetzt hier mit der Kappsäge. Und damit die Teile nachher auch zusammenpassen, was die Breite angeht, weil selbst wenn sie hier gehobelt sind, aus dem Baumarkt sind die nie gleich in ihrer Stärke. Und damit es nachher keine Versätze gibt, habe ich mir das einfach markiert. Hier A zu A, B zu B und so weiter. Dann habe ich auch schon mal eine Markierung dann zum Dübeln. Das machen wir gleich mit der Flachdübelfräse. Aber erstmal werden die geschliffen und natürlich werden noch die kurzen Teile in der Länge angepasst. Damit die alle gleich werden, hier der Anschlag. Jetzt habe ich auch schon mal mir die Längs- und Querverbinder zurechtgeschnitten. Ich mache jetzt hier nämlich eine Kreuzfuge rein. Zack, 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 zack. Und da kommen die dann einmal so und einmal so rein. Habe ich noch nie gemacht. Habe es jetzt mal angezeichnet. Gucken, ob es was wird. So, ich habe jetzt nicht nur die vorbereitet, alle, sondern auch schon mal die Querverbinder oben. Das sind die Teile hier und die setzen sich dann später so zusammen und werden dann hier da reingesteckt. Ne? Easy. So, wenn man jetzt keinen Schiebetisch hat, das habe ich jetzt bei denen zum Beispiel auch gemacht, nicht mit dem Schiebetisch, sondern ganz normal mit dem Queranschlag, das geht genauso gut. Man muss sich halt nur irgendwas bauen bei diesen langen Teilen, damit die halt nicht kippen. Denn das Wichtigste eigentlich ist immer der erste Schnitt links und rechts. Wenn die exakt gerade sind, dann können die in der Mitte auch ein bisschen verwackelt sein. Aber rechts und links, das muss passen. Als nächstes geht es jetzt weiter mit den Flachdübeln. Und zwar kommt ja hier in jedes Teil ein Flachdübel rein, um dann die Teile miteinander zu verbinden. Meine Flachdübelfräse hat jetzt hier so einen Zusatz, den kann ich hier draufsetzen und sie hat hier diesen 45 Grad Winkel. Und warum hat die diesen Winkel? Zum Fräsen kann ich das hier so da reinlegen und das Ganze ist super geführt. Dieser Anschlag ist in der Höhe einstellbar, hier mit so einem kleinen Rädchen hoch runter. Hier hinten kann man zentrieren. Und wenn ich jetzt hier diesen, jetzt mache ich den Schlauch ab, dann stelle ich mir das einfach hier auf die Höhe des Materials ein, fixieren und dann passt das. Was man noch machen muss, natürlich die Mitte anzeichnen, weil ich habe jetzt hier nur 7er Material, also 7 cm. Und das ist ganz schön knapp, weil normalerweise 7,5 ist so das Minimum. Da muss man ziemlich exakt die Mitte anzeichnen und auch fräsen, sonst kommt man raus. Also ich setze jetzt einfach die Maschine hier oben an, dann die Mitte exakt hinsetzen und los.
Ich fräse jetzt noch den Rest, dann noch mal schleifen, weil ich habe noch ein paar Stellen gefunden. Hier, da muss ich noch mal drüber. Da ist, ja, es ist halt Weichholz. Dann wird es gewässert. Anschließend, wenn es getrocknet ist, mit 320er noch mal schön drüber, weil hier liegt nämlich schon die Beize. Das Gestell wird schwarz gebeizt, anschließend halt auch mit Öl noch behandelt, damit das nicht abfärbt. Was kann ich dann machen, wenn ich das gemacht habe, in der Zeit, wo das trocknet und so weiter, fange ich mit der Tischplatte an. Und um die zu verbinden mit dem Gestell später, habe ich mir hier so kleine Metallwinkel besorgt. So, alle Teile sind jetzt geschliffen und jetzt geht es darum, das Untergestell bzw. den Rahmen für die Beine zu verleimen. Ich habe mir schon mal einen Winkel hingelegt, den Leim habe ich mir hingelegt. Die Tischplatte habe ich auch schon soweit vorbereitet und sogar schon von der Unterseite geölt. Die sehen wir dann nachher. So, ich hatte mir auch Markierungen drauf gemacht, welches Teil wohin kommt. Im Prinzip ist es egal, aber ich finde es immer, wenn man eine Sache mal ausprobiert hat und es hat gepasst, dann markiere ich mir das gerne, damit das anschließend auch wieder passt. Ein bisschen Leim drauf. Das sitzt. Mal den Winkel kontrollieren. Der ist perfekt. So, auch hier wieder Leim rein. Drehen wir das Ganze mal rum. Gucken wir noch mal den Winkel. Jetzt fixiere ich das Ganze noch, während es trocknet, auf dieser geraden Fläche. Und dann ist das Gestell soweit vorbereitet, damit ich dann später die Beine reinleimen kann. Müsste das Ganze auch parallel sein. Und während das Gestell jetzt oder der Rahmen trocknet, hole ich mir mal hier die Platte. Aber dann muss ich das noch einmal drüber. Also kann ich jetzt die Fläche schon das erste Mal ölen. So, und zum Ölen benutze ich hier Hartwachsöl. Und wenn das jetzt ein bisschen angetrocknet ist, so nach 10 Minuten, 15 Minuten, dann wird das Überschüssige erstmal abgetragen. Und in der Zwischenzeit rühre ich schon mal die Beize an. Das sind jetzt also 500 Milliliter bei 2 Päckchen. Heißes Wasser umrühren und dann erkalten lassen. So, den oberen Rahmen lasse ich jetzt hier festgespannt und fange jetzt an, die Beine dran zu leimen. Ich habe jetzt noch mal hier Löcher gebohrt an allen 4 Kreuzungspunkten, damit ich hier 5x70er Schrauben reinmachen kann, um das Ganze noch mal zu fixieren. Die 2 Winkel zum Ausrichten, und wenn das dann komplett verleimt ist und fest ist, vor allen Dingen, kommen die Querverbinder. Schon mal leicht anziehen. Und dann kontrollieren, beziehungsweise da brauche ich gar nichts ausrichten, das ist gerade. Nochmal kontrollieren, das ist auch okay. Dann kann er so bleiben und jetzt leime ich dann einfach die anderen 3 auch noch da rein. Nachdem das Ganze jetzt getrocknet ist, verleime ich jetzt die Querriegel. Und ich habe mir schon alles zurechtgelegt, hier die langen Zangen, kurzen Zangen jeweils für eine Seite. Da muss ich nicht anfangen loszurennen, wenn es soweit ist. So, wo ist denn jetzt hier der Pinsel? Die Dübel rein. Und jetzt noch hier oben. D und C. Gucken, dass er auch gut sitzt.
Gut. Das heißt, wieder trocknen lassen. Oh Mann, ey. Echt. Ja, jetzt geht's mit dem Beizen los. Hab alles abgedeckt, weil das, da es ja Wasser ist, im Prinzip gefärbtes Wasser, wenn man so will, spritzt das natürlich sehr gerne. Ich benutze immer hier so billige Pinsel, die ich vorher immer gut knicke, damit sich die Haare, falls welche lose sind, lösen. Handschuhe, alte Klamotten und dann geht's los. Gut verstreichen, gucken immer, dass es nicht runter tropft. So, geölt habe ich es jetzt auch, habe auch schon die Halter dran gemacht für die Platte. Das heißt, ich kann das jetzt hier runterheben. Leg mir jetzt mal hier so einen Schaumstoff dahin. Jetzt hole ich mir mal die Tischplatte. Fertig, rumdrehen das Ganze. Ach so, was hier noch drauf kommt, das sind hier Filzstücke. Je nachdem, wie der Boden ist, nicht so rutscht. So, hier noch einer. Ja, damit ist das Video zu Ende. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Anregungen gegeben, vielleicht mal eine andere Form zu wählen, die Verbindung mal anders dazu machen. Ist ja jetzt kein Hexenwerk und Maschinen in dem Sinn, wenn man sie hat, ist natürlich toll. Wenn man sie nicht hat, muss man es halt mit der Hand machen. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Der wird jetzt ausgeliefert. Macht's gut.